Hey Leute, willkommen zu diesem neuen Let's Blub. Ja, das neue Format. Und ja, ich habe mir gedacht, wir machen einfach mal ein bisschen Crash Bandicoot, oder Leute? Ich habe auch schon mal kurz reingespielt, jetzt ins erste Level. Schaut mal, wie pixelig er noch ist, das ist so super. Ja, oh, ich hoffe, euch Retro-Fans wird das hier gefallen. Also mir gefällt es jetzt schon. Wie gesagt, ich habe gerade noch mal das erste Level angespielt. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch gerade einfach mal, während ich noch ein bisschen laber. Seht mal, hier haben wir sogar noch eine richtige Karte. Sau cool. Wusste ich schon gar nicht mehr. Ich habe den Teil 1 auch nie gespielt. Wirklich, eigentlich nie. Es wird also eine Premiere für mich. Ich bin hier eigentlich komplett blind. Teil 2 habe ich viel gespielt. Und vor allem Teil 3 habe ich auch durchgespielt. Ich glaube Teil 2 auch, ich weiß es aber nicht mehr. Wir gucken jetzt einfach mal in die Insanity Beach. Oder den Insanity Beach. Ja, ich weiß nicht, ob ich euch noch das kleine Filmchen mitliefern werde, den kleinen Trailer. Na, oh, seht mal, es geht! Ja, da muss ich noch was sagen zu. Ich weiß nicht, ob ich euch den mitliefern werde, worum es darum geht, wie, warum Crash überhaupt so drauf ist. Er wurde ja von Cortex anscheinend gefangen genommen und sollte irgendwie von ihm verändert werden, dass er sein Kampf Bandicoot wird oder sowas, keine Ahnung. Ganz komisch. Ich hatte diese Szene auch noch nie gesehen. Vielleicht verstehe ich das Spiel jetzt ein bisschen besser. das kann nur leider sein, da ich das hier ja im Emulator spielen muss, um es aufzunehmen, dass es ein klein wenig Soundprobleme hat. Ich habe schon gemerkt, manchmal spielt er die Sounds nicht richtig ab. Aber ich denke, das ist kein Problem. Oder also wenn einfach mal so ein Sound fehlt, naja. Also wie zum Beispiel, dass so ein... Man kann sich ja drehen, wie ihr gesehen habt schon. Und wenn dann so ein Apfel im Weg ist, da seht ihr, da war auch schon wieder ein... Ja, hier fehlen teilweise ein bisschen Sounds zwischendrin. Das liegt vielleicht am Soundtrap, ich muss mal gucken. Triber wieder, ich würde wieder so Englisch und ich muss mal gucken, ob ich den Soundtreiber nicht wechseln kann, ob es einen besseren für dieses Spiel gibt. Mal schauen. Werden wir dann sehen. Ja, aber jetzt können wir erstmal das hier genießen. Das Retro-Fest. Ist eins meiner absoluten Jump'n'Run-Lieblinge, muss ich sagen. Ja, ich sammle auch gerade noch mal ein bisschen viel, weil ich kann. Sollen wir hier mal ein bisschen Speedrun, ne? Das ist immer so cool, wenn man 3 von den Masken gesammelt hat, dass man dann einfach unverwundbar wird. Also das Spielprinzip ist denkbar einfach. Wir laufen einfach hier durch die Gegend. Und, ja, müssen einfach durchs Level kommen. Es gibt noch ein paar Sammelgegenstände, die man finden kann. Da kann ich auch schon mal dazu sagen... Oh, scheiße. Ja, man sollte auch mit dem Unbesiegbarkeitsmodus mit dieser Maske nicht in den Abgrund fallen, denn sonst ist das ganz schnell vorbei. Ja, man kann, wie gesagt, auf Gegner draufspringen, man kann sie wegwedeln. Muss aber aufpassen, weil manche Gegner lassen sich nicht wegwedeln. Hat er hier eigentlich schon... Hier hat er nur einen Sprung. Das ist ja strange. Ich habe auch schon gesehen, er hat keinen Bauchplatscher, wie er es im zweiten und dritten Teil, glaube ich, hat. Oder ich kann ihn nur nicht. Mal ausprobieren. Ne, da kann ich nur das Menü sehen. Der ist da nicht zu, macht er nicht Pause. Okay, na gut. Macht ja nichts, ist ja nicht schlimm. Hat er im ersten Teil noch nicht so viele Fähigkeiten, das kommt dann wahrscheinlich erst im zweiten. Und im dritten Teil. Oh, vor allem im dritten, das wird so cool, Leute. Freue ich mich richtig drauf. Ich gehe aber doch nochmal rechts lang. Wir gehen beide Wege lang, würde ich sagen. Mal gucken. Ja, die lasse ich jetzt mal hier. Die sind mir egal. Ich habe mich versucht, die kaputt zu machen und bin direkt draufgegangen. Ist so super. Okay. Hallo? Ja, wie ihr seht, man kann auch top-down gehen. Oh Gott, das wird diesem Spiel so krank. Ich sag's euch, Leute. Oh. Top-down ist... Ah. Ah, jetzt habe ich mich gerade erledigt. Top-down ist richtig Arsch. Wie man sieht halt gar nichts. Und das Dumme ist, wenn man hier top-down laufen muss, dann muss das aber auch schnell passieren. Denn sonst, ist man tot, weil man verfolgt wird. Ich versuch's nochmal, komm. Wir haben ja genug Leben. Nein! Seht ihr genau, das passiert dann. Ist ja egal. Gehen wir ganz schnell nochmal durch. Diesmal gehe ich nicht beide Richtungen, da war ja sonst nichts. Manchmal sind da nämlich Bonus-Level oder sowas. Auf einem der Wege nur und dann, ne, muss man beide gehen dafür, natürlich. So, seht ihr, wenn ich die, für alle, die es nicht kennen vielleicht, mag ja auch Leute geben, die Crash Bandicoot nicht kennen. Das ist schon eine Frechheit.
Aber für alle, die es nicht wissen, wenn man diese geriffelten Kisten zerwedelt, also hier so, boah, ich bin so doof. Ja, Leute, das wird wie bei Super Mario World, falls es denn schon draußen ist, das werdet ihr dann ja sehen. Richtig schöner Fail. Warte mal, konnte man nicht auch irgendwie rennen? Ich meine, man konnte doch rennen. Geht das hier noch nicht? Hm, vielleicht muss man so was freispielen oder so. Ich weiß es nicht mehr, es ist so lange her, Leute. Gerade Teil 1, wie gesagt, habe ich ja nicht wirklich gespielt. Mehr so gar nicht. Ich gehe jetzt auch links rum, weil einfacher. Ja. Ich weiß gar nicht. Das könnt ihr mal gerne sagen, ob euch das hier gefällt. Ob ihr Lust auf Crash Bandicoot habt. Ich habe voll Lust. Wollust habe ich hier drauf. Hm, Wollust. Crash. Eigentlich. Aber seine Schwester? Die sieht hier aber auch noch richtig komisch aus. Habe ich gemerkt. In dieser Cutscene mit Cortex, die sieht im ersten Teil so richtig kacke aus. Aber Crash ja auch. Ich habe keinen Doppelsprung, das nervt mich. Ich will einen Doppelsprung haben. Naja, schauen wir erstmal, wie es weitergeht. Schauen wir doch erstmal, wie es weitergeht. Ja, wir gehen zur Map. Loading. Ich weiß nicht, ich wette, dieses Spiel ist auch relativ kurz. Ich mache auch nur 20 Minuten Folgen hier, wie wir es auch bei SMW handhaben, weil die Level sind da nicht so lang. Und wir wollen ja auch ein paar Parts haben. Wir wollen ein bisschen was vom Spiel haben. 100% dran, Leute. Vergesst es. Werdet ihr bei mir nicht finden. Weil ich einfach zu doof dafür bin. Na? So. Goldene Maske hat halt zwei Aufladungen und die andere normal nur eine. Und wenn sie vor uns ist, dann haben wir nochmal eine Unverwundbarkeit. Ja, und das TNT-Fass, wenn wir das zerwedeln, ist vorbei. Dann sind wir nur noch Rauch. Aber wir können damit das machen. Und das ist sehr wichtig, diese Timing-Sache. Denn für manche Bonus-Level zum Beispiel ist das verdammt wichtig. Mich wundert auch, dass im ersten keine... Ah, geh weg, geh weg. Okay, seht ihr, da hat wieder der Sound gefehlt. Passiert. Ich gucke mal nach einem besseren Treiber für die nächsten, also nach, ich mache vielleicht jetzt zwei Parts oder so. Und für die nächsten schaue ich dann mal nach einem besseren Soundtreiber. Vielleicht gibt es ja irgendeine Empfehlung für dieses Spiel. Ah, die Pflanze zerballert, sehr gut. Ja, seht ihr, die Level werden schon ganz anders hier, aber ich glaube im ersten Teil werden sie nicht so abwechslungsreich wie im zweiten und vor allem im dritten. Im dritten haben sie sich richtig was einfallen lassen, finde ich. Und, okay, das kenne ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aua, blödes Vieh. Kann man es nicht wegwedeln oder war ich nur zu weit weg? Komisch. Ja, wie gesagt, sie haben sich echt einiges einfallen lassen in diesen Teilen. Aber ich habe keinen Doppelsprung, das nervt. Ich kann doch hier nicht nur mit einem einfachen Sprung rumlaufen, das ist doch kein Crash Bandicoot. So, da wird man natürlich zermahlen bei diesen... Ja, das passiert nämlich mit einem Sprung. Ah, okay, fangen wir nochmal an. Willkommen, Leute, zu Crash Bandicoot. Nein, natürlich nicht. Aber ich freue mich schon sehr auf dieses Projekt, aber das soll halt auch nur nebenbei laufen. Das ist so eine Art Nebenprojekt, eben dieses neue Let's Bloop, was ich jetzt mal eingeführt habe mit Skyrim. Ich glaube, es gibt auch einen Erfolg, wenn man alle Kisten freischaltet. Also, was heißt Erfolg? Dann kann man was freischalten, wirklich. Wenn man alle Kisten freischaltet, wenn man alle Kisten zerstört. Meine ich. Und das ist böse. Im dritten Teil, weiß ich, geht es auch noch auf die Stahlkisten und sowas. Und die kann man nur unter speziellen Bedingungen wirklich kaputt machen. Ah, seht ihr, jetzt war der Sound da. Sehr schön. Das ist richtig penetrant schwer, finde ich. Da muss man die Level teilweise so oft machen, da habe ich keine Lust drauf. Deswegen wird bei mir auch kein 100% Run folgen. Oder hier draus werden. Au! Ich war doch weit weg. Blödes Vieh. Na, ist egal. Ja, deswegen werdet ihr halt kein 100% Run sehen. Tut mir leid. Aber das kann ich nicht bringen. Ich bin dafür zu schlecht, wie man sieht. Aber gut, ich habe auch schon jetzt jahrelang nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht. Wie lange habe ich nicht mehr gespielt? Oh, diese Perspektivenwechsel sind doch so doof. Ah! Oh Gott. Geht mir weg, ihr blöden Viecher. So. Checkpoint! Ich mag Checkpoints. War hier nicht gerade ein Emerald? Meine ich. Das sah so aus. Warte mal. Nein, kann man nicht hoch. So, hier muss man jetzt vorsichtig sein. So, und jetzt können wir die nämlich auch noch kaputt machen, kriegen noch mehr Äpfel. Ja, Crash scheint sich nur von Äpfeln zu ernähren, denn je mehr er davon futtert, desto mehr Leben hat er. Ja, ich meine, wem es gefällt, ne? Heißt doch, ein Apfel am Tag hält den Doktor fern oder irgendwie sowas. Ich hab letztes Mal gesagt, was ist das? Ist das Bonus-Level-Kram im ersten Teil?
Das finde ich ja strange. Also das soll Crashs Schwester darstellen, meine ich. The Female Bandicoot. Oh Gott, seht ihr, das ist so eine Assi-Kacke. Wenn man da jetzt im falschen Moment sich dreht, ist vorbei. Ich versuch's einfach mal, oder? Ich habe ja eine Maske. Ja, und das war der falsche Moment. Das war der falsche Moment. Und dafür habe ich ein Leben gelassen. Nee, kein Leben gelassen zum Glück, denn ich hatte ja die Maske, aber die Maske ist jetzt weg. Also die ist so gesehen so ein One-Hit. Ne? One. Oh Gott, das Vieh kriege ich aber nicht tot. Ich weiß nicht wie. Ja, man muss nur schnell sein. Gut. Ich dachte, es wäre schon fast. Da war noch ein Leben drin, das ist super. Leben finde ich toll. Bonus-Level-Zeit. Ah. Yay, Bonus-Round. Ich hoffe, wir kommen auch wieder da raus. Das ist ja cool. Ja, hier ist das noch so ein bisschen aus dem Level ausgegrenzt, diese Bonus-Sachen. In den späteren Teilen wird es in das Level integriert. Das ist sehr cool, finde ich. Und hier sieht man mal, das ist jetzt einfach... Ja. Das ist Arsch. 2D-Sachen in einer 3D-Welt sind Kacke. Ja, gut, das Bonus-Level nicht geschafft. Das ist natürlich sehr lame. Vor allem, weil es das erste und einfachste aller Bonus-Level ist. Aber wie ihr seht, wenn man Bonus-Level nicht schafft, macht das gar nichts. Man kriegt nur, ich glaube, am Ende gäbe es noch was, ich weiß es nicht. Oder halt weniger Leben oder so, aber man verliert kein Leben selbst, wenn man das nicht schafft. Selbst wenn man dort in dem Bonus-Level stirbt, weil da auch TNT-Kisten und sowas sein können. Wirklich, 3 Boxen. Wegen 3 Boxen. Wegen 3 Boxen. Vielleicht kann ich es im ersten Level ja mal versuchen, alle Boxen zu finden und euch dann mal zeigen. Keine Ahnung. Mal schauen. Vielleicht gibt es dann ja noch was. Ich weiß es nicht mehr. Ja, jetzt haben wir schon 2 Level geschafft. Das ist dann super. Oder das ist ja das zweite gewesen schon, ne? Oh, im ersten gab es das gar nicht mit den 2 Boxen. Cool. The Great Gate. Ach, wir haben noch 8 Minuten. Komm, dann machen wir das noch. Was soll's. Machen wir direkt mal 3 Level. Moin, dann gibt es hier nur 5 Parts oder so. Aber was soll's. Ist ja gar nicht mal so schlimm. Ich habe auch vor, hier mal einen Gast mit reinzunehmen. Oder 2 oder 3. Ich habe auch schon die Zusagen von 2 Leuten, wenn das denn funktionieren sollte, weil ich es nicht weiß, ob das... Ich muss das über Stream machen. Über Twitch. Einen kleinen Privatstream abhalten, sozusagen. Und... Ja, da komme ich nämlich sonst nicht ran. Nein, 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 nein! Ich bin so doof. Ah, gut, das geht noch. Aber gerade so. Glück gehabt. Ich muss eben so einen kleinen Privatstream abhalten und, ja, ist halt doof. Weil ich nicht weiß, ob mein Upload das schafft und dann auch noch Skype dazu und dass ich das auch noch aufnehmen kann. Oh Gott, das ist richtig Arsch, sowas. So. Also es gibt schon hier ganz schön fiese Sachen, möchte man gar nicht meinen. Und alles, was man hier findet an Viechern, muss man irgendwie zerwamsen. Weil sie einen sonst das Leben kosten. Aber cool, diese Didgeridoo-Sache, die im Hintergrund, so diese, ne, so Trommeln und sowas, also so Einwohnerkram, so. Ja. Hallo? Ah, geht doch. Interesting, wusste ich gar nicht, dass es sowas hier gibt. Das gibt es im 2. und 3. glaube ich nicht mehr. Wie gesagt, ich habe halt primär den 2. und 3. Teil gespielt. Den 1. eigentlich immer außer Acht gelassen, weil, ja, meine Patentante hat, die hatten zwar alle, also alle Spiele. Ich hatte später dann natürlich 3. Aber, und 2 hatte ich auch. Ich glaube auch 1, aber ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich hatte keine Lust, das, oh, das war dumm. Das war dumm. Oh Gott. Was ist das denn für ein Penetrationstotem? Alter, Dildo-Totem. SM-Dildo. Geil. Ja, sorry. Ja, das gehört sich nicht, ich weiß. Yay, Bonus! Ich will die Bonuswelt. Wow, 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 was bist du denn? Was, wer bist du denn? Wirklich? Komische Truller. So, weg mit dir. Gibt's ja gar nicht. Oh, die kann man aber als Sprungbrett benutzen, die Truller. Das ist ja cool. Wow, hier rutscht man. Okay, das ist Arsch. Rutschen in sowas ist immer ziemlich Arsch. Es gibt hier auch noch, oh Gott, es gibt solche Eislevel und es gibt hier so ein paar schöne Sachen, die werden vor allem den weiblichen Zuschauern sicher sehr zusagen. Was kann ich hier machen? Das ist wie geil! Ich kann auf der rumtrampeln. Ah, doofe Troller. Weg mit dir. Tschüss. So, oh nein. Rutschen und Penetrationstotem, das liebe ich ja. Und Flammen, ja moin.
Guck mal, wie schlecht das alles noch aussieht. Also, ja, es ist halt, ne? Es ist... Ja, also muss ich sagen, der erste Teil ist nicht so gut gealtert, würde ich sagen. Der erste Teil ist wirklich nicht so gut gealtert, aber die anderen beiden finde ich schon. Also was ich da noch so in Erinnerung habe... Oh, ist das geil. Ja, mach. Geh kaputt. Moin, kaputt. Nein, geh kaputt, sehr schön. Wie ihr seht, wir müssen alle Kisten irgendwie finden, also irgendwie kaputt machen. Das gehört hier dazu, ich versuch's einfach mal. Nein. Sehr gut. Ja, die Steuerung ist halt auch im Steuerkreuz, ne? Und das ist nicht so einfach, wie man meint. Boah. Oh, guck mal, da ist unsere... Hm. Naja, so schlecht sieht sie doch nicht aus, also... Save Point. 6% complete. Really? Interesting. Wusste ich nicht. Sehr cool. War das jetzt Ende des... Passwort. Verspendico 2, hä? Spyro? Ach, guck mal, ich habe hier noch ganz andere auf meiner Karte. Das ist ja cool. Ja, Digimon World 1 und 3 ist das hier, glaube ich, aber 3 ist doof. 3 ist doof. Das ist von Crash Bandicoot 2, genau, das habe ich mal angespielt. Das war noch vor meiner Let's Player-Zeit. Ich hatte einfach mal voll Bock drauf. Das werden wir auch noch spielen, aber ich überspeichere es jetzt einfach mal. Hallo? Kann ich überspeichern? Der will nicht. Ach so, warte, mit A. Ah, seht ihr? Weil das hier ja noch ist PlayStation, ich habe einen Xbox-Controller. Overrided, yeah. Thank you! Kann ich mir noch Passwort anzeigen lassen oder darf ich nicht mehr? Oh, egal. Macht ja nichts, wir haben es gespeichert. Ja, es sind halt so simulierte Dingskarten, Memory Cards, die man hier hat. Was zur Hölle? Was ist das Gelbe? Ich weiß es ehrlich gesagt überhaupt nicht, Leute. Überhaupt gar nicht. Aber da ist was dahinter. Und irgendwie kommt man da noch hin. Hm. Wirklich? Ich habe schon wieder Boxen verpasst. 9 Stück? Das war dann wahrscheinlich hinter dem Exit. Ist doch Arsch. Das ist doch Arsch. Ist das... Naja, macht ja nichts. Aber wir haben 6% schon komplett. Ist ja cool. Wisst ihr was? Wir machen heute mal 18 Minuten, ne? Und Boulders, das Level schauen wir uns einfach beim nächsten Mal an, wenn es wieder heißt Let's Blob. Crash Bandicoot. Ihr könnt mir gerne ein paar Kommentare da lassen. Wie gefällt euch das? Gefällt euch die Idee? Habt ihr Lust, das mal wieder zu sehen? Lasst mir doch einfach was Schönes da, vielleicht auch eine kleine Anregung, was ich besser machen könnte oder sowas. Könnt ihr gerne machen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Crash Bandicoot. Tschüss, Leute!